Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Stardew Valley. Es ist Dienstag, der 23. und wir haben Post. Wer schreibt uns? Lilly, es scheint, als würdest du so manchen Leuten hier recht nahe kommen. Wenn du jemandem zeigen willst, dass du mehr als nur freundschaftlich interessiert bist, musst du demjenigen einen meiner wunderschönen Blumensträuße geben. Ich verkaufe sie ab jetzt zu einem fairen Preis. Wenn du eines Tages eine Familie gründen willst, ist das hier der erste Schritt. Pierre, das ist gut zu wissen und ich habe es ja auch schon in der letzten Folge gesagt, dass wir jetzt dem Sebastian einen Blumenstrauß schenken können und das werde ich natürlich auch tun. Ganz egal, wie teuer der ist, den gönne ich mir, beziehungsweise den gönne ich Sebastian. So, das nehmen wir mit und dann packe ich den ganzen Kram schon mal wieder hier unten hin, damit wir da jetzt die Eier rausholen können, die Mayonnaise und mal schauen können, wie es unseren Tieren so geht. So, da noch ein Ei und hier nochmal liebhaben und da nochmal was mitnehmen und dann muss ich gleich auf jeden Fall ein bisschen Futter wieder auslegen. So, da nochmal kurz das Entenei mitnehmen und dann würde ich sagen, Moment mal, ist das ein großes Ei, ein braunes? Brauchten wir das nicht fürs Gemeinschaftszentrum? Ja, ein großes braunes. Oh, das ist ja richtig gut. Dann fehlt uns nur noch die große Ziegenmilch, ne? Oh, wie gut. Ja, super, dann darf ich das auf keinen Fall reinpacken. Dann würde ich sagen, packe ich das rein und von mir aus das ganz normale Entenei. So, das lagere ich dann mal hier. Das nehme ich dann mit, damit ich das auch nicht vergesse. Genau, und ich wollte noch ein... Nein, Moment, ich wollte ein kleines bisschen Heu auslegen. Hey, Pizza, lass mich da mal bitte... Pizza, lass mich da doch mal bitte hin. Genau, geh ein Stückchen zur Seite. Habe ich jetzt... Was? Habe ich jetzt 20 mitgenommen? Hat das gerade doch schon funktioniert? Habe ich nicht so drauf geachtet, aber gut. So, das kommt wieder rein. Und dann schauen wir mal, was unsere Kühe so machen. Und vor allem, was Tello so macht. Und ob der uns jetzt eventuell eine große Ziegenmilch gibt. Das wäre richtig gut. Würde mich total freuen. So, das kommt mit. Und dann nehmen wir... Was nehmen wir denn mit? Ich würde sagen, die hier nehmen wir mal mit. Die hier nehmen wir mit. Und den nehmen wir natürlich auch mit. Muss ich erstmal wieder so machen. So, eine Milch da rein und die andere Milch da rein. Und dann wirst du gemolken, Lasagne, und gibst mir eine große Milch. Das ist gut. Was bekommen wir von Tiramisu? Auch eine große Milch. Und von Tello? Eine normale Ziegenmilch. Ach, Mann. Mano, warum denn nur eine normale? Das finde ich ja richtig doof. Schade. Hatte mich jetzt voll gefreut auf eine große Ziegenmilch. Sag mal, kannst du da bitte zur Seite gehen? Das wäre, hallo, das wäre total toll, wenn du mich daran lassen würdest. So, dann verstaue ich jetzt erstmal den ganzen Kram. Das hier, das hier, das hier. Und wie gesagt, das nehmen wir mit. Ziegenmilch kommt dann auch erstmal rein. Und dann glaube ich, dass die Lea heute Geburtstag hat, oder? Ich meine, mich an sowas erinnern zu können. Oder aber morgen kann auch sein. Da werde ich gleich auf jeden Fall mal nachschauen, was sie so mag. Ich weiß, dass sie den Ziegenkäse mag. Den habe ich aber in der letzten Folge ins Gemeinschaftszentrum gebracht. Von daher, ja, müssen wir einfach mal schauen. So, das wird verkauft. Kiefernteer habe ich noch, das wird verkauft. Und dann kommt das da erstmal rein. Ach so, ich habe gar keinen Platz mehr. Ja, gut. Die Muschel, soll ich die nicht mal langsam verkaufen? Ich meine, was will ich damit, ne? Ach, wisst ihr was? Ich nehme den ganzen Kram jetzt mal mit. Ich nehme das mit. Ich nehme noch einen Diamant mit, falls wir bei Mani vorbeigehen. Dann das eventuell noch. Dann eventuell noch eine gefrorene Träne für Sebastian. Und dann schaue ich jetzt mal, wie sieht es denn aus? Lea, falls du heute tatsächlich Geburtstag hast, wo bist du denn? Da bist du. Wein. Wein ist doch ganz gut. Den müssten wir doch auch noch haben, oder? Ja, da haben wir noch eine Flasche. Super, dann würde ich auch sagen, gehen wir direkt hier unten rum. Dass wir eben fix bei der Mani vorbeigehen und dann, wie gesagt, zu Lea. Ich hoffe, sie ist zu Hause. Und ich habe mich auch informiert, wo wir die Heringe finden. Denn wir haben da ja noch eine Quest und die finden wir ganz einfach unten am Strand. Da werde ich dann heute wahrscheinlich ein kleines bisschen angeln gehen. So, 9.10 Uhr. Oh, da ist Jazz. Für dich habe ich jetzt nichts dabei. Was? Du Süße. Hi. Oh, die ist immer so niedlich, ne? Für Shane habe ich jetzt auch nichts. Da ist Mani. Dann packe ich jetzt erstmal... Achso, Diamant habe ich da... Hallo, Diamant habe ich da schon. Das ist ein unglaubliches Geschenk. Danke. Ja, bitteschön, Mani. Damit auch unsere Freundschaft weiter erhalten bleibt und besser wird. So, dann schauen wir mal. Lea, bist du zufällig zu Hause? Das finde ich richtig gut. Es ist verschlossen. Ach, Mann. Wo ist die denn? Ich packe mir das mal eben kurz dahin, damit ich es nicht vergesse, dass ich das dabei habe. Ich habe keine Ahnung, wo die Lea sich so rumtreibt. Ich weiß es gerade gar nicht. Und wo war Hayley? In diesem Haus oder im anderen? Ich weiß es ja nie. Oh. Oh, Sebastian ist auch da.
okay? Oh, Lilly, Sebastian und ich hatten nur gerade eine kleine Jam-Session. Wir wollen eine Band gründen, aber wir wissen immer noch nicht, was für Musik wir machen sollen. Es gibt einfach zu viele Möglichkeiten. Hey Lilly, was für Musik gefällt dir so? Fröhliche Popmusik, experimenteller Noise Rock, energiegeladene Tanzmusik oder typische Country-Musik? Ich weiß nicht, also dem Sebastian wird wahrscheinlich das hier am besten gefallen. Bei Sam bin ich mir nicht sicher, ist das nicht eigentlich egal? Energiegeladene Tanzmusik, ich glaube, das ist von beiden nicht so das Ding, oder? Wir sagen einfach mal Rock, oder? Komm, machen wir einfach mal. Hey, weißt du was? Das ist genau der Stil, über den ich nachgedacht habe. Für die Band. Was sagst du, Sebastian? Sollen wir das machen? Okay. Danke für deine Hilfe, Lilly. Mit meinem Gitarrentalent und Sebastians magischer Synthesizer-Begabung werden wir sicher erfolgreich sein. Ich bin mir sicher. Jetzt müssen wir nur jemanden finden, der Schlagzeug spielen kann. Das kann ich doch machen. Hey, nehmt mich. Nehmt mich. Aber gut. So, da ist Jody. Für die habe ich auch wieder nichts. Hi, hast du es nicht satt, dass Leute dich dauernd etwas über deinen Hof fragen? Ja, es geht so. Es geht so. Dann war es aber natürlich wieder das falsche Haus. Ich plündere mal eben die Mülltonne. Bei der bin ich mir nicht sicher, ob Jess das sieht. So, Haley, bist du da? Meine Liebe, bist du in deinem Zimmer? Nein, Haley ist gar nicht. Ach doch, schau mal, die versteckt sich da hinterm Bett. Hallo, Haley. Oh, das mag ich am liebsten. Ja, ich weiß. Ich weiß. Aber was macht sie da im Bett? Ganz merkwürdig. Aber gut. So, was wollte ich machen? Ich wollte erstmal ein bisschen mit Emily quatschen. Ich wette, du bist inzwischen ein ausgezeichneter Bauer. Ja, doch, ganz okay. Ich kann mich nicht beschweren. So, was wollte ich jetzt machen? Ich wollte den Blumenstrauß kaufen. Ich wollte angeln. Ich wollte gucken, was hier so abgeht. Ach ja, Lea hat Geburtstag, genau. So, der mir Kupfererz mal 40 bringt. Haben wir denn noch 40? Ich meine schon, ne? Ich glaube schon. Oh. Oh, voll viele Events jetzt hier. Lilly! Hast du mich erschreckt? Warum schleichst du dich so an? Ich habe Reise des Präriekönigs gespielt und schaffe nicht mal das erste Level. Dieses Spiel ist unglaublich schwer. Naja, entweder das oder ich bin einfach schlecht. Hey, willst du das Level mit mir zusammen probieren? Vielleicht schaffe ich es mit deiner Hilfe eher. Yay! Sie freut sich voll. Oh Gott, wir müssen das. Oh Gott, wir müssen das tatsächlich spielen? Alles klar. Wann geht's los? Da kommen sie. Oh Gott. Leute, das ist ja super schwer. Und ihr hört wahrscheinlich gerade, wie ich wie wild auf die Tasten hämmer. Oh Gott. Oh mein Gott. Abigail, kannst du mal bitte was machen? Ey, Abigail, Abigail, hallo. Abigail, bitte, tu was. Oh Gott. Nein. Nein, sie ist voll zickig. Schaut mal da unten. Oh Mann, habe ich noch eine Chance? Ja, super. Ey, das ist schwer. Und ich weiß auch gar nicht, was ich mit diesen Items machen kann. Ich drücke. Oh, cool. Oh, cool. Das war richtig gut. Kann ich das nochmal machen? Oh, nice. Das ist gut. Oh, sie ist schon tot. Aber jetzt ist sie wieder da. Wie viel Leben habe ich denn? Ach so, noch zwei. Okay. Oh Gott, ich brauch so komische Items. Gib mir. Oh nein. Was war das denn? Gebt mir bitte was. Gebt mir was. Was ist das da unten? Ist das böse? Ist das gut? Ich habe keine Ahnung. Das ist ganz schön schwer, weil man zum Bewegen und, oh Gott, und zum Schießen halt, ne? Pfeiltasten und WASD. Das ist nicht so leicht. Und wir haben verloren, oder? Oh, letztes Leben. Ich brauche Items. Ich brauche echt ein paar Items. Das war gerade so cool. Oh Gott, und die Zeit. Schaut mal, Leute, da sieht man ja sogar die Zeit. Und ich pack das nicht mal. Ey, Abigail, du bist aber auch schlecht, ne? Das ist dein Spiel hier. Also bitte. Ich muss doch nur die Zeit überstehen, oder etwa nicht? Nein! Oh Mist, tut mir leid, Abigail. Ich bin genauso schlecht wie du. Ah, ich gebe auf. Ich werde nie über das erste Level hinauskommen. Ach, egal. Danke fürs Versuchen.
Oh, es tut mir leid. Abigail, es tut mir leid, aber das war echt schwierig. Wirklich jetzt. So, Pierre, ich wollte mal eben kurz nachschauen. 10.000 könnten wir uns sogar leisten, gut zu wissen. So, mein Lieber, dann zeig doch mal deine wunderbaren Blumensträuße, die du hast. Da ist er, 200. Ja, den kaufen wir. Oh, da wird sich der Sebastian hoffentlich drüber freuen. Und dann sind wir ja irgendwie offiziell zusammen oder so, ne? Ist dir nicht kalt? Du solltest eine dickere Jacke anziehen, Kind. Ach ja, dieses Wetter ist nicht gut für meine Gelenke. Ja. So, ich würde sagen, hallo Robin. Hey, wenn du Materialien oder Blaupausen brauchst, ist mein Laden. Ich weiß, Robin, sag nicht immer das Gleiche. Ja, wir gehen jetzt kurz ins Gemeinschaftszentrum. Was wollte ich da hinpacken? Das große Ei, genau. Und dann gehen wir zu Sebastian, geben ihm den Blumenstrauß und dann gucken wir mal, ob wir vielleicht wieder nach unten gehen, um ein bisschen am Meer zu angeln. So, Bündeltier, dann einmal das große Ei. Oh Leute, super, Gewächshaus ist dann fertig, ne, wenn wir hier tatsächlich mal irgendwann alles fertig haben. Okay, ich finde aber am wichtigsten eigentlich die Bushaltestelle. Was ist denn für die Bushaltestelle? Das hier? Nee, das ist ja die Freundschaft, das ist der Tresor. Mal eben kurz gucken, Busreparatur, das brauchen wir. Warum mache ich das denn nicht? Ich weiß, ich habe wenig Geld, aber ganz ehrlich, Busreparatur finde ich eigentlich super wichtig. 25.000. Ich weiß, ich wollte als nächstes den Stall tunen, um Hasen zu bekommen, aber ganz ehrlich, ich kaufe das jetzt. Ja, ich mache das jetzt wirklich. Was bekommen wir? Blitzableiter, ja, okay. Denn, wie gesagt, also Bushaltestelle finde ich wichtig, um generell ein bisschen voranzukommen. Wir haben da noch die Quest mit dem Schädelschlüssel, die auch schon ewig drin ist. Und die können wir halt erst abschließen, wenn die Bushaltestelle wieder intakt ist oder der Bus repariert ist oder wie auch immer. Gut, weiß ich Bescheid, das nächste Mal, wenn wir dann 25.000 haben, sollten wir die da auf jeden Fall investieren. So, Sebastian, ich hoffe, du bist da. Ich habe nämlich was für dich, mein Liebster. Oh, du bist sogar da. Könnte ich ihm... Nee, ich habe gerade überlegt, ob ich ihm die Träne schenken kann und den Blumenstrauß. Oh, Leute, ich bin so gespannt. Das nehme ich gerne an. Danke. Sind wir jetzt zusammen? Ich wusste nicht, dass du auch so empfindest. Oh, ist der süß. Ich war so nah dran, meine Mutter anzuschreien, weil sie meine Comicsammlung weggeworfen hat. Aber irgendetwas hat mich aufgehalten. Mit dem Alter kommt Weisheit. Okay, kann ich dir noch was schenken? Das mag ich am liebsten. Woher wusstest du das? Oh, Sebastian, sind wir jetzt zusammen? Fester Freund. Oh, ist das cool. Vor allem so süß, ne? Ich wusste nicht, dass du auch so empfindest. Total niedlich. Oh, das finde ich schön. So, hat das jetzt auch funktioniert? Und ich überlege gerade, ich glaube, wir gehen in die Mine und fahren eben mit der Lore, ne? Dann können wir nämlich noch fix beim Clint vorbei, die eine Geode aufbrechen. Und dann gehen wir ein bisschen angeln. Oh, schön. Da ist unser fester Freund. Ach, das war richtig gut. Haben wir hier eigentlich noch was drin? Ja, das nehme ich einfach mal mit. So, ab in die Stadt und zum lieben Clint. Ist da noch was drin? Nee, leider nicht. Okay. So, ich habe zwar nur eine Geode, aber wer weiß, vielleicht ist ja was Gutes drin. Dreimal Golderz. Ja, okay. Ach, wie war das noch? 30 Kupfererz, ne? Brauchten wir auch noch. Gut. Können wir dann auch vielleicht morgen nochmal nachschauen? Dann würde ich aber jetzt echt gerne angeln und hoffe wirklich, dass wir Glück haben und 4 Heringe fangen. Das fände ich richtig gut. Dass da auch der Willi ein bisschen zufrieden ist. Es war doch Willi, ne? Mal eben kurz schauen. Ich meine, es war Willi. Nee, sammeln nicht, fischen. Willi, ja, natürlich. So, da noch eine Muschel und da noch eine Nautilus-Muschel und da noch eine Muschel. Ich bin auch blöd, ne? Jetzt will ich angeln und packe mir vorher das ganze Inventar mit irgendeinem anderen Kram zu. Kennen wir das schon? Ja, kennen wir schon. Okay. So, ich werfe die Angel aus. Hier haben wir auch schon länger nicht mehr geangelt. Und dann drückt mir die Daumen, dass wir ein paar Heringe fangen werden. Es ist jetzt 14 Uhr. Ich habe gelesen, dass die wohl zu jeder Tageszeit da sind. Von daher bin ich jetzt optimistisch und das sieht doch schon gut aus, oder? Ich meine nämlich, dass die Heringe relativ einfache Fische waren. Ja, genau. Und dann noch komplett fallen lassen. Das ist eine Sardine. Ich will doch nur Heringe. Ich will nicht schon wieder Sardinen und Sardellen, so viele. Jetzt aber. Oh, nee. Also das ist auf jeden Fall nicht die Sardine. Mal abwarten. Ich kann es gerade nicht zuordnen. Was ist das? Das ist ein Thunfisch. Okay.
Wow, den hatte ich auch echt schwerer in Erinnerung. Da merkt man dann doch, dass wir ein bisschen aufgestiegen sind. Wieder Sardine oder Sardelle? Auf jeden Fall perfekt, das ist schon mal gut. Eine Sardine, okay. Ja, so viel zum Thema Heringe. Oh, könnte wieder der Thunfisch sein? Oh, sackt aber ganz schön ab. Ach, krass. Und geht da nochmal ganz schön nach oben. Was ist es? Der Thunfisch. Och Mann, ich möchte jetzt so gerne Heringe und vor allem muss ich doch die Lea noch finden heute. Ja, wieder Sardine oder Sardelle. Ich habe extra nachgeschaut. Und es stand Ozean zu jeder Tageszeit. Ich glaube Frühling und Winter oder so. Das ist wieder eine Sardine. Könnte wieder der Thunfisch sein. Oh, da ist sogar ein Schatz, aber ich glaube, den bekomme ich jetzt nicht. Und was ist das? Rotbarbe. Brauchen wir nicht noch eine... Nee, stimmt, das war der Riffbarsch, ne, den wir so ewig lange gebraucht haben. Flussfische, Nachtfische, Spezialitätenfische. Nee, okay, aber Rotbarbe werde ich trotzdem auf jeden Fall behalten, denke ich. Wenn ich davon nämlich keine mehr habe. Bitte lass es doch ein Hering sein. Oder habe ich mich verguckt bzw. verlesen und da stand Fluss anstatt Ozean? Nee, ich meine aber, da stand Ozean. Das ist wieder der Thunfisch. Oder irgendwas anderes? Nee, ist der Thunfisch, glaube ich. Ach nee, okay, es ist die Rotbarbe. Na komm schon, bitte. Es ist schon 16 Uhr und ich muss die Lea noch finden. Ich habe keine Ahnung, wo die sich rumtreibt. Wir könnten natürlich abends in der Bar vorbeischauen. Da ist sie ja des Öfteren mal. Und eine Seegurke. Ja, super. Also ich würde jetzt sagen, bis 17:30 oder so können wir hier noch angeln. Aber ganz ehrlich, wir brauchen 4 Heringe. Und wenn ich nicht mal einen habe, dann werden wir die 4 hier vermutlich niemals zusammenbekommen. Ja, das ist wieder Sardine, Sardelle oder irgendwie sowas. Ja, Sardine. Oh Mann, wie viele Plätze habe ich noch? Ach so, ich habe gar keinen Platz mehr frei. Ja, gut. Och Mann, doof. Ich hätte dem Willi so gerne ein kleines Geschenk gemacht. Was ist denn das? Ach, Seestern oder so, ne? Das hier kann weg. Komm, dann nehmen wir den mit. Getrockneter Seestern. Ja, okay. Ja, Willi, das tut mir echt leid, aber ich glaube, 4 Heringe hätte ich jetzt bestimmt nicht mehr gefangen. So, 17 Uhr. Die Frage ist, ab wann geht es denn nochmal los? Hallo, Penny. Ich freue mich schon darauf, wie dein Hof im Frühling aussehen wird. Oh ja, ich auch. Ich auch, ich auch. Ich habe mich echt auf den Winter gefreut, aber jetzt muss ich sagen, dass ich doch ganz gerne mal wieder etwas, ja, Frühlingshafteres hier sehen würde. Ein Geburtstagsgeschenk, das ist sehr nett von dir. Ich liebe es. Oh, Lea, das freut mich. Es wird in meiner Hütte ziemlich kalt. Hast du kein Heizgerät? Kannst du dir doch bei der guten Mani kaufen. So, jetzt ist 17.40 Uhr. Was wollte ich noch tun? Gibt es noch was zu tun? Nicht wirklich, ne? Da ist Shane, für den habe ich nichts dabei. Der wird eh nicht gut drauf sein. Was? Was willst du? Geh bitte. Ist ja gut. Ist ja gut, ich gehe ja schon. So, also, Fest des Weihnachtssterns. Ach ja, ich wollte nachschauen, ob wir noch so viel Kupfererz für Clint haben. Wie viele waren das? 40, okay. Wir haben dem doch in der letzten Folge erst Kupfererz gebracht, oder? Und ich meine, da waren das 30. Also haben wir die schon mal auf jeden Fall. Na toll, ich habe ja eh keinen Platz im Inventar. Ich hole das hier später, sage ich jetzt einfach mal, wenn ich dran denke. So, da ist auch wieder ein bisschen Gold fertig. Und was verkaufe ich? Pass mal auf, ich mache das mal so. Da habe ich noch Sardinen drin. Okay, Rotbarbe habe ich da noch. Da habe ich sogar noch eine Rotbarbe. Ach super, dann verkaufe ich die hier.
Ja, dann verkaufe ich alles. Thunfisch habe ich auch noch. Okay, also weg damit, weg damit, weg damit, weg damit, weg damit, weg damit, weg damit. Das hier auch, das hier auch, das haben wir. Und dann... Oh, ich hätte doch für die Emily einen Smaragd gehabt. Ach, bin ich doof. Warum habe ich ihr den denn vorhin nicht gegeben? Ich weiß es gerade gar nicht. Blitzableiter packe ich einfach mal da so hin. Ich glaube, einen zweiten möchte ich jetzt gerade noch nicht. Und dann fülle ich mal kurz die Maschinen hier wieder auf. Ja, und dann würde ich sagen, können wir, genau, vielleicht noch ein paar Pilze holen oder so. Das wäre jetzt noch eine Idee. Um die dann noch zu verkaufen. Das nehmen wir auch mit. Struppel, was machst du da? So, ja, ein paar Pilze. Damit wir noch ein bisschen Geld bekommen und dann echt relativ schnell die 25.000 zusammenkriegen. Eventuell gehe ich dann auch morgen mal in die Abenteurer-Gilde mit all dem Kram, den ich sonst noch so habe. Ich weiß ja nicht mehr, wie viel das ist. Können wir gleich mal nachschauen. So, also das kommt weg und die kommen auch weg. Und dann habe ich da die Goldbarren. Okay, da habe ich doch noch einen Smaragd, kann ich doch reinpacken. So, was habe ich denn jetzt hier noch drin, was ich verkaufen könnte in der Abenteurer-Gilde? Gar nichts. Echt gar nichts, ne? Ich bin mir nicht sicher, ob ich die Angeln verkaufen kann beim Willi. Keine Ahnung. Aber gut, wir gehen jetzt erstmal ins Bett und wer weiß, was wir da jetzt so verdient haben. Vermutlich nicht ganz so viel. Aufgestiegen sind wir auch nicht beim Angeln, schade. So, 1000, 2000, 3000, 3500. Wie viel haben wir jetzt? 6000, 7000? Und? Und ja, 6600. Okay. Haben wir nochmal Post? Ja, haben wir sogar. Wer schreibt uns? Hallo Lilly, morgen ist das Fest des Wintersterns. Hast du ein Geschenk für deinen Geheimfreund Alex? Das Festmahl beginnt um 9 Uhr auf dem Stadtplatz. Man sieht sich dort, Bürgermeister Louis. Ja, ich habe mir überlegt, dass wir dem Alex einfach mal ein Ei schenken, weil diese Gerichte, die er mag, die kann ich leider sowieso noch nicht machen. Und er mag auch ganz gerne Eier, von daher wird er dann einfach ein Ei bekommen. Nein, ich möchte es nicht essen. Zu Weihnachten... Ein Ei. Ja, wer möchte das nicht, ne? So, da kann jetzt nur noch einer rein. Okay. So, das machen wir so, das machen wir so, das machen wir so. Und ich wollte gerade schon sagen, lasst uns mal die Daumen drücken, dass wir eine große Ziegenmilch bekommen. Aber wir werden gar keine Ziegenmilch bekommen. Denn Tello gibt ja nur alle 2 Tage Milch. Mann, und was ist hier los? Oh ja, der Stall ist ganz schön voll. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ich treffe euch alle hier beim Liebhaben. So, das kommt da rein. Und das kommt da. Nein, du sollst es nicht essen. Du sollst es reinpacken und dann kommt... ach, das war's. Nee, das Schattenei. Stimmt, das Schattenei. So, das nehmen wir mit, damit ihr auch noch hier genug zu futtern habt und keiner zu kurz kommt. Ja, Spaghetti sieht heute wirklich glücklich aus. Das ist schön. Lasst ihr mich bitte vorbei. Ich würde ganz gerne raus. Dankeschön. So, euch geht's auch gut. Ah, das freut mich. Also, das kommt mit und die Milch kommt mit und von mir aus nochmal eine kleine Milch. So, die kommt mit. Und dann kommt die einmal rein und die kommt rein und dann werdet ihr natürlich auch wieder gemolken. So, trotzdem nochmal Liebhaben, nicht vergessen. Und bei Tello einfach nur, nein, Moment, bei Tello einfach nur Liebhaben. Ich möchte gerne den Tello Liebhaben. Ja, genau. So, Milch kommt weg, Melkübel kommt weg und der andere Kram wird gleich verkauft. Ja, was machen wir heute? Es ist Mittwoch. Wir müssen Kupfererz rumbringen, genau. Das darf ich nicht vergessen. Für morgen ist dann, wie gesagt, das mit dem Ei schon geklärt. Da muss ich nicht mehr viel machen. Ja, das mit dem Fischen für Willi ist dann leider auch vorbei. Das tut mir sehr leid. Also das kann weg, das kann weg, das kann weg. Und der Käse kann weg. Dann packe ich das mal eben kurz rein und ich überlege gerade, was kann ich denn nochmal mitnehmen? Ach ja, erstmal hier die 40, genau. So, ah, komm schon, 20... 30 und 40. Sehr schön. So, was kann denn hier mal weg? Wisst ihr was? Ich packe jetzt die Muschel weg. Die brauche ich nämlich nicht. Und dann kommt das hier mit. Haben wir keine anderen Erze mehr? Doch, wir haben da noch Eisenerz. Dann würde ich sagen, kommt das... Moment. Mache ich das erstmal so. Das weg. Packen wir jetzt erstmal ein bisschen Eisenerz hier vorne in die Maschine. So, das kommt rein. Und dann... Nehme ich vielleicht mal wieder eine Pepperoni mit oder zwei, wenn ich die noch habe. Für Shane und Bürgermeister Louis, da habe ich keine. Ich habe einen Kürbis für Abigail eventuell. Ich habe 2 Pepperoni. Ich habe eine Weintraube für Vincent, falls wir den treffen. Und was gibt es sonst noch so? Gut, das ist für den Zauberer, da wollte ich heute nicht unbedingt hin. Und was haben wir hier noch so? Den ganzen Kram. Okay, wie ist das denn? Linus Maru.
Nee, das muss alles nicht unbedingt sein. Mani, haben wir jetzt was geschenkt? Wie ist es denn mit Penny, Smaragd? Ja, den könnten wir mitnehmen. Oder aber eine Melone. Melone, was ist mit Robin? Ziegenkäse, Pfirsich. Okay, was ist mit Elliot? Entenfeder haben wir gerade nicht. Homer haben wir auch nicht. Louis, Alex, gut, ist jetzt auch klar. Für dich haben wir sonst auch nichts. Eingelegtes. Ja gut, dann würde ich sagen, was war da denn jetzt gerade noch dabei? Ach ja, Melone, stimmt. Dann schnappen wir uns doch mal eben fix eine Melone. Und das reicht dann erstmal fürs Erste, ne? Wenn wir die Leute jetzt überhaupt hier irgendwo antreffen sollten, dann kann ich den Kram da nochmal mitnehmen. So, das kommt mit, das kommt mit. Und dann würde ich sagen, es ist 8.50 Uhr, dann fahren wir erstmal zum Clint. So, ab in die Stadt. Und ich würde super gerne mal wieder was Schönes in den Mülltonnen finden. Ich habe das Gefühl, das ist schon ewig her, seit wir da das letzte Mal was gefunden haben. Jo, ich habe die Ärzte gebracht, das kenne ich. Jo, du schaust dir das an und dann kann ich sie mitnehmen und du gibst mir eine Bezahlung. Huch, das freut mich. Wie viel gibst du mir? 400. Hallo, 400. Ist jetzt nicht so krass, aber okay, ne? Besser als nix. So, zu Gunther gehe ich erstmal nicht. Obwohl, wir könnten schauen, ob die Kinder hier vielleicht sitzen, hier hinten. Nee, da sitzt niemand. Okay, dann haue ich wieder ab. Gunther wird auch irgendwie total vernachlässigt, ne? Mit dem quatsche ich irgendwie nie. So, Penny, hey, ich habe was für dich. Eine wunderbare Melone. Bitteschön. Danke dir, ich stehe total auf sowas. Ich weiß. Ich weiß doch, meine Liebe. So, Bürgermeister Louis, bist du zufällig da? Ja, bist du sogar. Guten Morgen. Jo. Wow, das mag ich total gern. Danke dir. Ja, bitteschön. Ach, ist das mal schön, wenn wir hier ein paar Sachen rumbringen. Und da ist schon der Vincent. Wow, vielen, vielen Dank. Das ist grandios. Ja, ich weiß. So, also, das hier für Abigail, das hier für Shane. Und das war's dann auch schon, ne? Dann könnte ich mal eben schauen. Da ist Jess. Für dich habe ich wieder nichts, ne? Du magst die Feenrosen. Och, Mann. Das tut mir so leid. Nee, Moment. Abigail wohnt jetzt... Ich check das alles nicht. Hier wohnt Sam... Mit Jody? Nee. Wo wohnt denn Abigail? Ich raff das manchmal gar nicht. Hier wohnen doch Haley und Emily, oder nicht? Oh, noch ein Event? Oh, mit Haley? Oh, ich krieg dieses Glas einfach nicht auf. Oh, du bist Silly. Lily, richtig? Sag mal, du bist doch ziemlich stark. Ja. Großartig. Dann solltest du ja kein Problem damit haben, dieses Glas für mich zu öffnen. Hey, du hast es geschafft. Du bist stärker, als du aussiehst. Oh. Danke. Oho. Warum hatte sie da jetzt ein Herz? Wie weit sind wir denn eigentlich bei der Haley? Und wo zur Hölle wohnt Abigail? Ich habe keine Ahnung, wo Abigail wohnt. Ich blicke da nicht durch. Also ich habe jetzt schon kapiert, dass die Jess bei der Mani wohnt. Das habt ihr mir vor ein paar Folgen mal in die Kommentare geschrieben. Also sie wohnt da gemeinsam bei Mani mit Shane. Aber wo wohnt denn Abigail? Irgendwie raff ich es nicht. So, Shane, bist du denn da? Nee, sieht nicht so aus. Und für Mani habe ich jetzt nichts dabei, ne? Okay, schade. Ja, dann ist die Frage, was machen wir heute? Da ist nochmal Bürgermeister Louis. Wollen wir nochmal ein bisschen was in der Mine machen, damit wir da weiterkommen? Ich habe jetzt auch nicht geschaut, ob wir da noch eine Quest haben. Das können wir jetzt mal eben gucken. Da ist wieder nur Haley. Ja, wo zur Hölle wohnt Abigail? Das ist alles so verwirrend. Sie wohnt bei Pierre. Stimmt, Abigail wohnt hier, ne? Ach, Mittwochruhetag. Aber sie wohnt hier. Stimmt. Ja. Und da wir gerade echt nichts zu tun haben... Würde ich sagen, wir machen das wirklich mit der Mine, ne? Dann können wir da vielleicht, ja, keine Ahnung, noch irgendwas Tolles finden. Hier kommen wir sowieso nicht weiter. Und ich habe wieder nichts für meinen liebsten Sebastian dabei, oder? Nee, habe ich natürlich nicht. Okay, dann muss der heute mal ohne ein Geschenk auskommen. Und vielleicht sehen wir Linus mal wieder. Dem habe ich schon länger nichts mehr geschenkt. Der könnte bestimmt auch eine Peperoni vertragen oder aber einen Kürbis. Ist eigentlich egal. Steht er da zufällig rum? Ja, steht er sogar. Okay, Linus, dann komme ich jetzt zu dir. Und wehe, du weißt das nicht zu schätzen mit der Peperoni. Das ist ein großartiges Geschenk. Danke dir. Ja, gerne. Ich bin mir sicher, dass du verstehst, warum ich fremd gegenüber skeptisch bin. Jojo, das verstehe ich schon, Linus. So, gemischte Saat. Da haben wir auch echt einiges von, ne?
da können wir dann im Frühling schön wieder was anbauen. Ach Leute, ich freue mich da echt drauf auf den Frühling. Also Winter ist auch okay mit dem Schnee, das mag ich auch total gerne. Aber ganz ehrlich, ich habe es ja schon gesagt, so ein bisschen schönes Feeling hier ist auch mal wieder ganz nett. Die packe ich dahin, kommt das kann auch noch mal weg. Und dann kloppen wir noch einfach mal ein paar Steine. Ich gehe in Ebene 100. Und dann schauen wir mal, wie weit wir da heute kommen. Hey, gucken, ob wir ein bisschen aufsteigen oder so im Kampf. Wäre auch mal ganz gut. Kupfererz brauche ich nicht unbedingt. Da töte ich jetzt mal lieber dich hier. Ja, hallo, du stehst auch richtig doof, Lilly. Aber so richtig hallo, du stehst schon wieder richtig doof. So wird es auch nichts, wenn du dich nicht umdrehst. Dann kann das nichts werden. So, also so viel wie möglich hier weghauen und noch ein bisschen was mitnehmen. Da ist noch eine Leiter. Ja, komm, dann gehen wir runter. Schauen, was uns da so erwartet. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn wir die großen Steine weghauen, ob wir dann auch irgendwie mehr Erfahrungspunkte dafür bekommen oder so. Ich weiß es nicht. So, Golderz muss natürlich auf jeden Fall mitgenommen werden. Und du gehst jetzt auch bitte drauf. Ich habe nämlich keine Lust auf dich. Oh, das ging fix. So, haben wir hier unten noch was? Ein Stein. Na, super. Den lasse ich dann sogar noch liegen, ne? Das geht ja nicht. So, da haben wir schon die Leiter. Ja, passt auf. Dann gehe ich auch direkt runter. So, hier ist wieder ein bisschen was los. Das ist schön. Da kommen schon wieder die Fledermäuse, ne? Ich höre sie doch. Und da ist wieder der Typ. Obwohl ich ihn echt ziemlich lustig finde, dieses pinke Mondgesicht. Hat irgendwie was. Ich möchte ihn aber direkt töten. Jo, sehr schön. So, dann bist du jetzt erstmal dran. Aber so viele Rohstoffe sind hier gerade nicht, ne? Nur viele Steine. Wow, also die ziehen mächtig Gesundheit ab. Sag mal, was ist da los? Ja, bitte ist sie doch. Was ist da los? Habe ich so ein schlechtes Schwert? Ja, jetzt komm, stirb. So, dann hauen wir das mal weg und das noch weg und das noch weg. Na, dann werde ich den da unten wohl doch noch töten, oder? Eine Omnigeode ist auch immer super. Ja, dann komm raus. Ach, da ist ja noch einer. Dann kommt raus, ihr zwei. Ach, da ist schon die Leiter. Gut, dann gehen wir erstmal runter. Wobei ich ja Kampf eigentlich auch ein bisschen trainieren möchte, um da aufzusteigen. Mal hier rum, schnappe mir das hier, sofern das noch hinhaut. Ja, das war wieder ganz klug. Hätte ich mal erst draufgeschlagen, ne? Aber okay. Ja, stirb. Stirb doch. So, 15:40 Uhr, das geht ja noch. Energie ist super. Gesundheit, naja, so mittelmäßig, ne? Das kommt weg, das kommt weg. Zwei Magma-Geoden und zwei Omnigeoden. Da habe ich ja wieder die Hoffnung, dass da vielleicht mal ein bisschen Iridium-Erz oder so drin ist. Das ist ja so selten. Das wäre echt mal schön, da etwas in einer Geode zu finden. Und warum zur Hölle finde ich gerade die Leiter nicht? Oh, was ist denn da hinten? Da ist noch ein Topaz, ne? Könnten wir eventuell hin... Ach, da ist schon die Leiter. Hm, gut, ich glaube, ich möchte trotzdem da oben hin. Da ist sogar noch ein Gegner. Dann nehme ich mal eben kurz das Golderz mit, mache das hier weg. Oh, da kommt er schon. So, weg mit dir. Sind denn hier auch noch Fässer? Nee, schade. Keine Fässer mehr. So, noch ein bisschen Topaz. Und dann grabe ich mich jetzt hier einfach ein bisschen durch. Ich meine, so viel wie möglich mitnehmen. Wie viele Steine haben wir? Jetzt schon wieder 49. So und so. Und so und so. Und dann gehen wir runter. Was haben wir hier? Da ist auf jeden Fall ein Gegner. Du musst dran glauben, mein Freund. Und schon wieder gemischte Saat. Lilly, steh nicht so blöd. Nicht so blöde stehen, dass der dich trifft. Das wollen wir vermeiden. Ah, jetzt kommt noch der andere, ne? Ist klar. Ist klar, Junge. So. Oh, da ist schon die Leiter. Ist denn hier sonst noch was Interessantes? Ja, zwei Gegner, die ich sehr gerne töten möchte. Auch geschafft, Suki. So, 18 Uhr. Energie ist noch in Ordnung, Gesundheit nach wie vor. Naja, geht so. Da ist schon die Leiter. Da ist aber auch noch ein Pinker und da ist noch ein anderer Gegner. Und sogar noch ein bisschen Gold. Ich hoffe, ich sterbe jetzt nicht. Das wäre fatal. Knapp. Ganz knapp. Ganz, ganz knapp. Was kann ich essen? Ich würde sagen Kürbis, ne? Na los. Hallo? Kürbis? Kannst du keinen Kürbis essen? Ach, du kannst... Ach so, wir haben jetzt gar nichts mehr zu futtern. Das ist natürlich doof, ne? Das ist ja blöd. Ach, Mann. Das ist jetzt richtig doof. Da ist nochmal die Leiter. Da
Das ist ja voll blöd. Ich muss jetzt aufpassen, dass mich nichts trifft, ne? Ich möchte aber natürlich noch so viele Steine und so wie möglich mitnehmen. Da hier gerade keine Gegner sind, sieht das ja noch ganz gut aus. Ich dachte aber wirklich, sie kann einfach so den Kürbis futtern. Aber okay. Zu wissen, so das noch mit. Und das nehmen wir noch mit. Und das hier noch. Ja komm, dann gehen wir einfach nochmal ein bisschen runter. Oh oh. Mine verlassen. Ja. Ist dann doch ein bisschen sicherer. Was ist da jetzt noch drin? Das mitnehmen, das hier können wir stacken, das nehmen wir mit. Und das können wir dann nicht mehr mitnehmen. Gibt es irgendetwas, was ich hier lassen kann? Ja, den ganzen Kram. Achso, das funktioniert wieder nicht, ne? Aber ist egal. So passt es ja. Die Gießkanne brauche ich ja nicht unbedingt. So, ab zur Bushaltestelle. 7000 haben wir, oh Leute. Ich freue mich so, wenn wir die 25.000 haben und dann der Bus wieder repariert wird. Und es dann endlich, ja, generell ein bisschen vorangeht. So, das verkaufe ich, das verkaufe ich. Das verkaufe ich erstmal nicht. Das kann eigentlich auch alles eingelagert werden, ne? Da müssen wir doch überall... Ach Quatsch, Geoden, was mache ich hier? Müssen wir doch überall noch was haben. Das hier kommt rein, das kommt rein, das kommt weg, das kommt weg, das kommt weg, das kommt weg. Das kommt weg und dann habe ich jetzt die noch, die ich dahin packe. Und den Kürbis kann ich ja dann eventuell für morgen mitnehmen. Was war das jetzt noch, dieses andere Zeug? Nee, das hätte ich gerne hier, genau. So, Kürbis nehmen wir dann, wie gesagt, einfach mal mit. Kohle habe ich jetzt reingepackt, das war natürlich nicht so klug. Die schnappe ich mir wieder. Ja, Struppel, ist ja gut. Ist ja gut, mein Lieber. Ich kann jetzt leider kein Wasser geben. Ich habe keine Gießkanne hier. So, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt ins Bett. Und dann ist morgen in der nächsten Folge das wunderbare Weihnachtsfest. Sind wir aufgestiegen? Nein, natürlich nicht. Und wie viel haben wir verdient? Nicht so viel. Oh, schaut mal da oben, der Weihnachtsmann. Gut, Leute, bis zum nächsten Mal. Tschüss.